Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen im Schulhaus, nach dem kleinen Schreckchen hier. Klein, fast. Ja, fast klein. Halt die Köpfe. Ja, und geheult. Jetzt ein Kopf kürzer wäre ich fast dran. Jetzt werde ich die Neuigkeiten für die Schule, halt, die Neuigkeiten für die nächsten Wochen erklären oder die nächsten Tage. Wir werden in der dritten Schulwoche, wenn wir 2 Nächte zum Hotel Knorz fahren und dort werden wir den neuen Vergnügungspark anschauen. Ui, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Kneif mich mal, Tom. Ja, ja, aua, nicht so fest. Ruhig. Also, aber wir freuen uns so. Jetzt okay, Knorz. Ja, oh, ihr werdet dort 2 Tage bleiben. Jetzt Ruhe, Kinder. Eben 2 Nächte und am letzten Tag werdet ihr gleich zum Mittagessen zu Hause sein. Das ist eben in der dritten Schulwoche von Montag bis Mittwoch. Am Mittwoch ist dann natürlich kein Unterricht mehr, wenn ihr dann nach Hause kommt. Und dann, deswegen habt ihr dann nur 2 Schultage mit eben den 4 und 5 Stunden. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Eben die zweite Neuigkeit ist, dass wir 2 neue Lehrer und 2 neue Fächer haben. Eben die 2 neue Lehrer und die 2 neuen Fächer werde ich euch jetzt vorstellen. Was dann haben wir? Dann haben wir nochmal Turnen in 2 Fächer. Nochmal Turnen. Fast. Wieso kommst du auf Turnen? Rede Blödsinn. Sport also, nicht mehr. Nein. Jetzt komm, Herr Professor. Ich hoffe, wir haben ein Selbstmord. Also Kinder, wenn ihr ständig den Direktor unterbrecht, werdet ihr gleich Klassenbucheintragungen bekommen. So. Ruhe jetzt. Also, Herr Professor. Herr Professor Nelscher und Herr Professor Huber, bitte kommen Sie. Huber und Nelscher. Also ich bin der Nelscher, nicht Nelscher, wie der liebe Direktor hier falsch gesagt hat. Und ich bin der Chemieprofessor, Professor Huber, mein Name, ja. Ja, eben, das sind die 2 neuen Lehrer, die 2 neuen Fächer unterrichten werden. Irgendwelche Fragen dazu? Ich hätte schon eine Frage an Sie. Ja, an Niklas? Nein, nicht an Sie, Herr Direktor. Also, an den Herrn Nature. Ja, was geht? Sie sind doch Amerikaner. Ganz wild hier. Und Sie sind, haben Sie auch schon einmal Ihr eigenes Pferd erschossen? Das haben die im Wilden Westen immer gemacht. Niklas, stell nicht so blöde Fragen. Ach, nein. Na, bitte verzeihen Sie meinen Sohn, aber er ist ein bisschen, naja. Nein, das viele? Passt. Niklas, Ruhe jetzt. Ich bin zwar Cowboy gewesen in Amerika, aber ich brauchte keinen Hunger, so mein Pferd abzuschießen. Ja. Ja, gut, ich glaube, das passt ja, jetzt, oder? Eben, das wollte ich sagen. Ihr habt jetzt eben noch 2 Stunden und eben die Eltern können jetzt da gehen. Also, ich bin, wie gesagt, Herr Nature und ich will jetzt ein kleines Vorstellungsspiel spielen. Dass ich mir den Namen sehr leicht merken kann. Also, ich lese jetzt was vom Buch vor und wer es richtig beantworten kann, zeigt auf und sagt den Namen davor. Also, zu was gehören die Menschen? Zu was gehört der Mensch? Zu den Fischen, zu den Säugetieren oder zu den Amphibien? Zu den Dummköpfen, das weiß ich. Nicht rausreden, aufzeigen. Herr Lehrer, sagen Sie was, er muss aufzeigen. Aufzeigen. Nehmen Sie mich dran. Ich weiß. Nein, bitte nicht Sie dran nehmen. Bitte nicht Sie. Also, das kleine Mädchen, ja, mit dem Lauf. Also, der Mensch gehört doch zu den Säugetieren, oder? Ist das richtig?
Ja, richtig. Das hat mir mein Papa beigebracht. Der hat mir das erklärt, dass die Menschen, die Babys, soll ich das erklären, wie die Babys auf die Welt kommen? Nein. Wäre aber lustig. Ja, wie heißt ich? Hab doch gesagt, nehmen Sie sie nicht dran. Ja, also ich bin die Marie. Ach so, die Marie, da schreibe ich mir auf. Okay, nächste Frage. Was gibt's da zu lachen? Ich habe nur über den da hinten gelacht, weil der ist mir eigentlich egal. Vergessen Sie es. Also, nächste Frage. So, was? Wo liegt das Herz? Auf der linken oder auf der rechten Brustseite? Ja, Junge mit dem braunen Haar. Aber. Ja. Das Herz ist auf der linken Seite und ich bin der Niklas. Ach so, Niklas. Also, nächste Frage und jetzt hör auf zum Lachen. Wir lachen hier nicht mehr. Entschuldigung. Nächste Frage. Liegt die Kröte Eier oder nicht? Also ich. Also die Kröte. Jetzt will ich mal dran sein. Ich bin noch gar nicht dran gewesen. Ich auch nicht. Ich zeig aber auf und dann. Halt still! Stopp! Vorbei. Schweige, Fuchs, haha. Also, weißt du, Hallo, ich zeig auf. Mit dem Zebra-Shirt? Hey, warum? Ich zeig auf und sie nicht. Warum kommt sie dran? Mit dem Zebra-Shirt? Das ist der Junge mit dem blonden Arm links hinten. Das ist voll dumm von Ihnen, Herr Lehrer. Also, ich weiß gar nichts auf der Welt. Ich weiß nicht mal, ob die Menschen Eier legen. Aber es ist nicht so schwierig, weil Kröten, weil Kaulquappen, eigentlich ist es egal. Ich glaube, der weiß ja nicht einmal seinen Namen, oder? Weißt du, wie du heißt? Ich bin der Hans-Peter Krause. Ja, Hans-Peter Krause. Okay, weißt du, das Mädchen mit dem Muffin-Shirt? Also, du brauchst dich nicht hinzustellen. Wir sind jetzt nicht in der alten Zeit. Oh, ich hab gedacht, ich wollte mal höflich sein, weil ich bin die höfliche Lotta nämlich. Leimer. Und außerdem legen Kröten Eier. Das weiß ich. Richtig. Und die Menschen haben Eier. Und mit den Eiern backe ich meine Muffins. Also nicht. Doch nicht mit den Menschen. Eier. Doch. Voll ekelhaft. Nein, nicht ekelhaft. Der nächste Frage. Können sich Pflanzen weiter vermehren wie die Menschen? Oder alt wie die Menschen? Was sagen Sie da, Herr Lehrer? Also, weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Darf ich trotzdem was sagen? Ja, Hans-Peter Krause. Ich müsste bitte mal in den ersten Stock hinauf. Warum denn? Da ist ein Fenster. Muss runtergehen. Hans-Peter Krause will sich immer runterstürzen vom Fenster. Sie dürfen ihn nicht rauslassen. Niemals. Ja, kommt nichts raus. Ich weiß übrigens die Antwort. Pflanzen können sich weiterentwickeln. Pflanzen. Ja, die Frage war, wie die Menschen. Nein, wie die Menschen nicht. Wie Mami und Papi im Schlafzimmer. Doch, das ist so. Pflanzen tun sich so weiterentwickeln. Oh, okay. Okay, letzte Frage. Aber hat er ja gar nicht deinen Namen gesagt. Wie greifen Sie ihn denn jetzt an mit Hey Du? Ja, Hey Du. Oh, nee. Okay. Also. Nächste Frage. Also, was ist es? Ja, ich bin dran. Ich bin jetzt dran. Ja, ich bin jetzt dran. Ja, ich bin dran. Machen wir lieber eher eine leichte Frage. Wie viele Arten von Tieren nicht? Also, es gibt ja Säugetiere und so. Kannst du mal die anderen auch aufzählen? Ja, ich kann ganz viele Arten aufzählen. Das kenne ich von meinem Buggy. Der ist hier nämlich Hausmeister. Es gibt den Schmutzfink. Das ist ein Vogel. Der ist der Schmutzfink. Es gibt den Besenmurf. Das ist der Besen in der Abstellkammer. Dann gibt es den Dreckstrottel. Das sind die Kinder. Stimmt das?
Nein, ich meinte die alten Säugetiere, Fische, Amphibien, Vögel. Das haben wir noch nie gehört, was soll das alles sein? Ein Blödsinn, das kennen wir nicht. Ich glaube, sie wollen den Namen erzählen. Und was ist dein Name noch? Mein Name ist, ich bin der Kent. Der Kent bin ich. Okay, Kern. Ist er wirklich Kern? Ja, er heißt wirklich Kern, der Lehrer. Okay, Kern. Da schreibe ich auf. Endlich ist die Schule aus. Wir können nach Hause gehen. Tschüss, blöder Lehrer. Tschüss. Ich gebe Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis morgen dann. Oder bis übermorgen. Oder bis übermorgen. Oh Mann, oh Mann. Wenn ihr dann noch lebt. Aha. Okay, tschüss! Ja, das war unsere jetzt, Schulfolge. Jetzt haben wir den Lehrer schön reingelegt, den neuen. Ja, nur der Kern hat ja, ich weiß, ich bin der Kern. Ich habe den Lehrer voll reingelegt, voll dumm. Ich kenne überhaupt nicht mehr aus. Nein, jetzt weißt du, dass ich der Kern bin. Ich habe voll reingelegt. Du bist blöd. Du hast als Einziger das nicht verstanden. Und jetzt, wenn der Direktor mit dem Lehrer spricht, sagt der Lehrer den ganzen Namen auf und dann werden wir sicher Ärger bekommen. Ja, das ist alles verkehrt. Ja. Naja. Also wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst uns ein Like. Genau. Oder und tut uns fest abonnieren. Nicht euch, sondern die Familie Putz. Und wenn ihr die ganze Schulklasse auch so deppert findet wie ich, dann abonniert uns nicht. Leute, du bist Familie Putz. Ja, weil der Tom und ich werden bald heiraten, wenn ich alt genug bin. Haha, das haben wir schon beschlossen. Aber jetzt genug. Vielleicht gibt es im Familie Putz Shop auch bald ein Hochzeitskleid zum Kaufen. Schauen wir mal. Ja. Also dann, tschüss!